Level 2! Eine goldene Lobby! Deswegen hat er den Kampf fast verloren. Er hat geguckt, wie man sich heilt. Das war die 30-Kill-Lobby, ja, Mann. Das ist ein Feini und das ist eine Chicken-Nugget-Lobby. So, Chat, ihr könnt wetten. 5 Minuten habt ihr Zeit. Wie viele Kistenöffnungen werden wir sehen? Ich werde mich sofort... Und wir werden den Leuten zuschauen. Und jede Kiste, die die öffnen, jede Kiste zählt. Also entweder die normalen grauen, entweder die respawnenden oder goldene Kisten. Ich glaube, keine anderen gibt es, oder? Wichtig. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal warten, dass überhaupt jemand kommt hier. Weil wir schauen ihm zu, Chat. Also wir fangen an mit ihm. Außer ich den. Er ist da wirklich. I'm sorry, ich musste das tun. Like, come on. Ich hatte alle Chancen der Welt, mich zu... Okay. So, ich will, und zwar will ich... ich will in ein enges Loch. Ich schaff das, Chat. Oh. Ui! Gosh! Oh, da war nix. Da habe ich nicht gedacht. Alright, Level 19 NMG. Ohne Prestige, Level 19. Oh nein, was bin ich hier sehend? Er hat keine Chance. Er ist schon. Er ist tot, er weiß es nur noch nicht. Ich sehe den Gegner aber auch nicht. Ist der. Hä? Ich sehe den. Ich sehe die Schüsse. Ich sehe, wo die herkommen. Da. Boah, wie schwer. Ah, er hat die fast bekommen. What the f. Okay, wir gucken jetzt Azbolka zu. 0 Kisten sind wir bisher. Level 2. Eine goldene Lobby. Deswegen hat er den Kampf fast verloren. Er hat geguckt, wie man sich heilt. Das war die 30-Kill-Lobby, ja, Mann. Boah, Alter. Er klettert runter. Er klettert. Bin ich schon einmal eine Leiter so runtergeklettert? Er guckt, wann er springen kann. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Das ist ein Feini und das ist eine Chicken-Nugget-Lobby. An alle, die jetzt hoffen, dass er viel lootet. Er ist zu verwirrt. Er rennt im Kreis. Er rennt wirklich, wortwörtlich im Kreis. Das war ein kurzes Erlebnis mit ihm. Denn er ist noch nicht tot. Alright, Chat. Ab jetzt wird gezählt und hoffentlich stürzt es nicht ab. Ist jetzt schon abgestürzt? Okay, ich habe echt Angst gehabt, dass es abgestürzt ist. Alright. Kiste. Nummer. Er nimmt nicht die Kiste, die hinter ihm war. Eine Kiste! Alright, Chat. Mitzählen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus für die Leute, die viel mögen. 2 Kisten. 3 Kisten. 4 Kisten. Oh yeah. Boah, wenn er jetzt so eine richtige Ratte ist, ne? Nur am... extra Kisten gespawnt. 5 Kisten. 7. Oh. Sagen, ich habe jemanden gehört. 7 Kisten haben wir bisher. Es kann sein, dass wir nie wieder sehen, dass jemand eine Kiste öffnet, je nachdem, wer ihn tötet, ne? Geeks sind manchmal anders, Chat. Oh, komm mal jetzt. 1 Schuss, 1 tot. Jetzt, komm. Komm, du schaffst das. Na. Er hat sich Zeit gelassen. Oh, der Gegner. Ich glaube, das ist ein... Oh, ah, ich weiß nicht, ob das ein Schwitzer ist. Was ist mit dem Gegner? Ja, okay, der ist tot. Also KBN wird nicht überleben, ich bin da jetzt relativ sicher. Aber das ist ja auch uns egal, darum geht es ja nicht. Die Leute, die jetzt auf das erste getippt haben, die haben dann jetzt leider langsam verloren. Noch nicht ganz. Oh, doch, haben sie. 10. Und 11. Alright, alright. Ich gehe davon aus, dass es sich Geist nimmt. Alles andere sehe ich absolut keinen Sinn drin. Er nimmt sich Geist, Eiltempo und Fährtenleser. Er spielt echt gerne die Grau. Und ich, klar, als Sniper-Support ist die Grau immer noch irgendwo interessant. Oh, ist da, hat er den gesehen? Nee, okay. Ich dachte schon gerade, er hat den gesehen, Chat. Digga, wer ist denn der Gegner? Was werden wir jetzt sehen? Wie wird er weiterspielen? Wird er sich nur verstecken? Wird er weiter looten, ne? Oh, links ist jemand gelandet. Er hat wahrscheinlich auf dem Map geguckt gerade. Also,
Zoom-Visier werde ich nie verstehen können. Ich mag das einfach nicht. Also es kann sein, dass der ganz schön lange überleben wird. So wie er spielt. Könnt ihr mir vorstellen, so, hier Glatzenpower erstmal. Könnt ihr mir vorstellen, dass er ein bisschen weiterkommt als viele andere Spieler. Einfach nur, weil er sich, ich würde sagen, gar nicht so schlecht bewegt. Also mit dieser Movement ist Schmutz. Aber die Wege, die er geht, sind nicht total Müll. Ich sage ganz ehrlich, 50 giftet, wenn er gewinnt. 50. Weil ich mir so sicher bin, dass er garantiert nicht gewinnt. Oh, vielleicht neue Kisten hier? Oder war hier schon jemand? Nein, neue Kisten. 12 oder 13? Wie viele sind's? Da könnte noch eine sein. Nee. Hinter ihm! Hinter der Links! Ah! Ah! 80er Fuff? What the f ist der Gegner gewesen? Was sind wir sehen? Naja, also er, KBN, okay, weißt du, er hat ihn nicht sehen können wegen dem FOV. Aber der andere. Was für Botlobbys bist du bitte? I don't know. Oh Jesus, was gucken wir hier an, ne? Das ist halt schon wieder so ein Ding. Es ist nicht wirklich eine 30-Plus-Lobby, weil er natürlich trotzdem super schnell ausstirbt. Es sind immer, auch in nicht so guten Lobbys, sind immer gute Spieler drin. Dann nicht so viele, ne? Aber dann die guten Spieler, die drin sind, die zerhauen halt alles. Also in der Lobby 30 Kills holen, ist trotzdem eine Herausforderung, weil du einfach die Leute finden musst. Wenn das das FOV war, dann wechselst du sofort auf... Ne, natürlich. Er spielt mit dem Sichtfeld. So, ungefähr 80. Das hier. Nein, das ist einfach alles viel, viel enger dran. Und wenn er jemand nicht genau vor ihm läuft, sondern irgendwo seitlich an seinem Sichtfeld vorbei, dann sieht er es einfach nicht. Brauchst du 120. Und dann siehst du plötzlich viel mehr um dich herum. Der einzige Vorteil, den kleineres FOV hat, oder die zwei kleinen Vorteile sind einerseits bessere FPS, weil du weniger Texturen gleichzeitig darstellen musst. Und zweitens, du bist weiter eingezoomt. Also siehst du Sachen besser, die weiter entfernt sind. Warum bleibst du mitten im Weg stehen? Der Typ wird 50 giftet Subs, wenn er gewinnt. Der Typ wird niemals gewinnen. Ich zweifle gerade daran, dass er hier hochkommt. Es leben nur noch 24 Leute, ne? Was macht er jetzt? Er hat 32 Wins! Oh, sch. Ja gut, in solchen Lobbys. Entschuldigung. Mehr als ich und ich bin viel besser. Tja, hängt halt von den Lobbys ab, ne? Oh, der Gegner, sein Movement ist nicht total sch. Ist auch nicht gut, weil er halt die ganze Zeit rumspringt und nicht Slide cancelt, aber ich glaube nicht, dass in der Lobby irgendjemand Slide canceln wird. Okay, er ist jetzt zwischen Gegner und Zone. Das heißt, sieht schon... Oh, Kiste, Kiste! Kiste, 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 Kiste! 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 Ey, 13! Und er läuft einfach nach vorne! What the f***, Bro? Okay, der Gegner ist nicht gut. Aber... Er ist einfach gesprungen, jetzt ist er gerutscht und er ist tot. Ich glaube, ich kann meine 50 Gifte Zap behalten. Ey, wir sind erst dritte Zone, da, also, oder jetzt gleich vierte. Also, da ist noch gut was to go. Cooper ist echt so eine Waffe, ne? Man weiß ja, dass die eine gute Time to Kill hat, aber die Waffe... Oh, hat er gut gesehen. Man weiß, dass die Waffe gut ist, aber irgendwie ist es die nicht, ne? Ja, Wackelpudding. Oh, meinst du, ich töte den? Er geht halt schnell voran, ne? Also nicht mit irgendwie Herzschlagsensor oder sonst was. Er ist tot. What? Ich hätte viel lieber dem anderen zugeschaut. Alter, der andere hat ja nichts getroffen. Wow. Das ist schon eine besondere Lobby, ne? Muss man sagen. Brauchst du noch Meta-Vorschläge, der alles gut. Oh. Digga, aber der erkennt Leute, ne? Der macht halt jetzt gut. Muss man sagen. Ja, der war weiter links, ja. Oh. Oh. Aber da müsste der andere ja noch sein. Warum ist er da raus? Boah, aber, ne? Damage-Output von der Waffe ist halt gut. Oh, der sniped der Gegner. Und gut, ne? Oh, was er riskiert, der Chainsmoker. Was er riskiert. Also ich wäre jetzt dafür, dass er... Boah, Digga. Also das Risiko würde ich niemals so eingehen, wie er es gerade macht. Jetzt geht er gleich auf Twitter und sagt, Sniper OP. Ping-System würde ich fühlen. Oder halt aufgeweichtes Skippers Matchmaking. Oh. Dann ist er tot. Oh, Fresh hat 8 Kills. Er kann Slide canceln, glaube ich. Da liegt einer. Weiter rechts. Da liegt einfach einer. Der liegt da immer noch. Er krabbelt! Er krabbelt! Er krabbelt!
Er wollte zu seinem Lordort krabbeln. Okay. Sniper oben drin. Da. Als ob der oben drin das nicht sieht, ne? Okay, er musste los, der Sniper. Das weiß er anscheinend noch nicht. Oh, er hat's gesehen. Oh, da geht's ab. Ja, gut. Oh. Oh, ja. Oh, oh. Der hinter ihm lebt noch. Er wollte sich wegziehen. Oh mein Gott. Ich glaube, da wird nicht mehr gelootet werden, Chat. Ich glaube, da wird nicht mehr gelootet werden. Ja, aber guck mal, jetzt sind wir auch bei Leuten, die was können, ne? Also jetzt, wir hatten natürlich zwischendurch die... Oh. Ach, das war's schon. Ja, guck, Level 107 mit 11 Kills. Natürlich gewinnt irgendjemand, der das kann. 13 Kisten, meine Damen und Herren. Wenn wir einen Mod noch da haben, gerne auflösen. Junge, Junge, hab ich mich verschätzt. Ist der Zufall. Brumm, brumm. Hä? Honey? Hä?